The way you talk, the way you woggle, like the way you talk, babe, Susie Q. Say that you'll be mine, that you'll be mine, that you'll be mine, baby, all the time, baby, Susie Q. Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Susie Q, ein echt cooler Song, auch für die Blues Harp. Und das alles, wie immer, gleich nach dem kurzen Einspieler. Bis gleich. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blues Harp verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Blues Harp Unterricht. Mit dem Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Blues-Harp-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Hey, hallo Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Susie Q, ein Song, den ich persönlich auch wirklich richtig geil finde. Ich habe euch ja vorher auch schon mal erzählt, ich bin eigentlich nicht so ein wirklicher Oldschool-Blues-Shuffle-Spieler, sondern ja, habe mich auch immer selbst irgendwie lieber ja, dafür interessiert, was man so im Bereich Rockmusik auch auf der Blues-Harp machen kann. Und ja, hier gibt es jetzt Susie Q von Creedence Clearwater, für einige hoffentlich da draußen auch ein Begriff. Ja, und das bringt mich auch so ein bisschen dazu, was ich hier auf meinem Kanal noch gar nicht erzählt habe, glaube ich jedenfalls. Und zwar, dass ich auch wirklich lange, lange als One-Man-Band unterwegs war. Und ja, gerade als One-Man-Band auch, man sieht es hier drauf auch so ein bisschen, ich bin nicht so der klassische One-Man-Band-Spieler gewesen, sondern ich habe das Ganze dann mit Foot-Drums gemacht und Blues-Harp verstärkt. Also nicht Singer-Songwriter-mäßig, sondern schon so ein bisschen, ja, eher als One-Man-Rockband, könnte man sagen. Und ja, wer Bock hat, das Ganze gibt es auch auf Spotify hier. Die CD heißt Street Beat Blues oder gebt einfach René Wermke ein. Dann findet er mich dort und wer Bock hat, schaut einfach mal rein. Und auch auf Nummer 3 hier, glaube ich, Susie Q als One-Man-Band-Version, genau. Okay. Ich habe den Song als erstes gehört von Alex Paclin, ein super cooler Blues-Harp-Spieler auch. Richtig, richtig gut. Das lohnt sich auf jeden Fall, das auch mal anzuschauen. Und es gibt auch noch eine Version von Will Wilde. Der hat das Ganze dann aber so ein bisschen als Shuffle-Version umgewandelt. Und ja, mir gefällt die Rock-Version besser, aber Will Wilde ist natürlich auch ein richtig krasser Spieler, keine Frage. So, genug erzählt, lasst uns ein bisschen Blues-Harp spielen. Wir brauchen eine Arm-Mundharmonika, um hier jetzt genau das gleiche mitspielen zu können. Und ja, der Song macht echt Spaß, auch in Verbindung Blues-Harp und Gesang. Viele von euch haben ja auch schon ein paar von den anderen Videos gesehen, Paul Butterfield und so weiter, die ich gemacht habe, wo genau das gleiche Thema dann war. Okay, also, wie geht der Grundriff? Und wir fangen jetzt wirklich einmal ganz, ganz langsam an und ich schreibe hier unten auch wieder auf, wie der Grundriff geht. Und ja, die gute Nachricht ist, es ist alles Blues-Skala, deswegen nichts wirklich Schwieriges am Anfang. Wir fangen an auf Loch, Moment, ich muss mal kurz spicken hier,
ich auch nichts Falsches erzähle. Ja, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Na gut, also. Das ist das Grundriff. Und wer den Song auch so ein bisschen im Kopf hat, das Ganze ist so ein bisschen staccato-mäßig gespielt. Ja. Okay. Und das versuchen wir natürlich auch mit der Mundharmonika so ein bisschen nachzumachen. Deswegen versuchen wir es auch, so ein bisschen staccato zu spielen. Also nicht wirklich durchgehend Luft ziehen, pusten, sondern wirklich die Töne versuchen, schön einzeln klingen zu lassen. Wir fangen auf Loch 5 ziehen an. 5 ziehen, 4 ziehen, 4 pusten. Also 5 ziehen, 4 ziehen, 4 pusten, 3 mit ein bisschen Bending, 2 ziehen. 2 ziehen und dann 2 ziehen, ganz Tonband und wieder zurück auf Loch 2 ziehen. Und das ist schon, wenn ihr den Riff, wenn ihr das Riff drauf habt, dann könnt ihr wirklich auch schon anfangen, ja, wirklich ganz viel Spaß mit dem Song zu haben. Ich fange mal ganz langsam an. Wir können das Ganze ja mal zusammen machen. Nehmt euch ruhig mal nur dieses einzelne Riff und übt das wieder für so lange, wie ihr braucht, bis es wirklich flüssig kommt. Dann könnt ihr ein bisschen schneller werden, ruhig auch. Ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe den ersten Ton ein bisschen länger gespielt. Was ich im Intro gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe so einen kleinen Akkordton vorher gespielt. Und dann bin ich auf Tongue-Blocking gewechselt, auf Loch 5. Tongue-Blocking Loch 4 ziehen, Tongue-Blocking Loch 4 pusten. Man hört, dass da halt dieser Sound, ja, schaut euch auch mal das Video über den, ja, Blues-Hub-Lernen-Sound, ja, und Ton, wie kommt das zustande? Auch wenn ihr noch kein Tongue-Blocking benutzt, dann ist das vielleicht ein guter, wirklich und sinnvoller Einstieg, jetzt auch mal hiermit anzufangen. Also, wir machen so einen kleinen Akkordton vorweg. Das ist eigentlich nur so ein Einatmen. Breiter Mund, auf Loch 2, 3, 4 vielleicht. Und dann Zunge auf den Steg. Wie gesagt, schaut euch das Video an, auf den Steg, so dass wir Loch 5 dann immer noch sauber hören. Dann. Wenn nicht, könnt ihr auch das Einzeltonspielen machen. Ist kein großes Problem. Aber hier geht es dann weiter mit. Okay. Immer üben, immer wieder wiederholen, bis es dann wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Danach ist ein bisschen Platz, ihr habt schon gesehen, ich habe erstmal eine Pause gemacht. Und diese Pause wollen wir natürlich auch wieder füllen. Ja? Und da gibt es zwei richtig coole Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das hier. Loch 4 ziehen Bend, Loch 4 normal, 5 ziehen. Und dann ein kleiner Sprung von 5 ziehen auf 3 ziehen mit Bending. Ja. Auf 2 ziehen dann. Ja. Und das ist auch wirklich ein, wenn man so möchte, so ein kleines Merkmal von diesem Song, so wie ich ihn jetzt spiele. Diese kleinen Sprünge, nur wenn man mal wirklich eine Note dazwischen weglässt, hört sich es auf einmal, kriegt es ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Ja. Es klingt nicht mehr so wie das, was man alles vorher gespielt hat, sondern ja, es ist wirklich, hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Ja? Also nochmal, 4 Bending, 4 normal, 5, alles ziehen und dann rüber auf Loch 3, von 5 auf 3, ja? Nur ein Loch überspringen. Und dann auf Loch 2 aufhören. So, das Ganze
Riff mit Fill hört sich dann so an. Habe ich noch mal eine kleine Variante mit reingebracht. Den letzten Ton mal doppelt spielen. Dann ist diese Pause dort nicht so lange und so. Ja, für mich fühlt es sich an, als müsste da noch ein zusätzlicher Ton hin. Deswegen kann man von dem ersten Riff einfach den letzten Ton zweimal spielen. Und da ist jetzt auch ein kleines Geheimnis. Viele fragen mich natürlich immer auch, wow, das sind echt viele Ziehtöne, wo kann ich mit meiner Luft hin? Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was es immer gibt und was jeder hat. Und hier ist jetzt so ein kleiner Platz, wo wir uns darum bemühen können. Hier. Also, ich mache es nochmal vor. Habt ihr das gehört? Also, ich mache da diesen Akkord zwar. Und lasse dann am Ende nochmal überflüssige Luft quasi als Zusatzton nach dem doppelten Endton. Ja, mache ich nochmal so einen Akkord, Mund breit, Loch 1, 2, 3 und mache so. Und das habe ich auch schon ganz häufig erwähnt. Ich spiele Loch 2 einzeln, also. Und dann lasse ich hier unten die Lippe vom Instrument weg und puste die Luft, die ich jetzt sonst zu viel bekomme bald, puste ich auch am Instrument vorbei ein Stück. Ich muss mehr Luft loswerden, als dass ich durch das Instrument durchpusten kann. Deswegen nehme ich einfach die Lippe ein Stück vom Instrument weg und lasse die ganze Luft an der Stelle erstmal raus. Und nochmal. Dann, wenn ihr diese beiden Riffs oder wenn ihr das eine Riff und dieses kleine Fill hier jetzt schon parat habt, könnt ihr auch schon singen, ja? Dann spielt ihr dieses Riff vielleicht zweimal, dann singt ihr eine Strophe und dann spielt ihr das Riff wieder. Und schon habt ihr, ja, seid ihr auf dem Weg, eine One-Man-Band zu werden. Also. okay. Schaut mal nach. Wie geht's weiter? Das zweite Fill geht so. Es ist ein bisschen länger, es nimmt ein bisschen mehr Platz ein, aber es bringt auch echt eine richtig coole neue Facette in den Song, nämlich ja, dieser Wechsel zwischen Einzeltonspielen und jetzt dieses Chugging. Ja? Und das Chugging hat an dieser Stelle richtig eine richtig coole Dynamik, weil es ist auch wieder ein Sprung drin, okay? Also, es geht erstmal, wir fangen wieder mit dem Riff an. Ja, das ist eigentlich nicht schwer. Also, wir hören wieder dort auch auf mit zweimal ziehen am Ende, das ist wieder unser Endton und dann spielen wir Loch 2 pusten, 2 pusten, 1 ziehen, zurück auf 1 ziehen, Entschuldigung, 2 ziehen. Das ist genau der Sprung. Also wir haben jetzt. Und
Okay, und da kommt jetzt genau der Sprung danach. Da pusten wir noch einmal die Luft raus, schnell. Und dann springen wir von diesem Pusten-Akkord. Von 1, 2, 3 Pusten-Akkord. Springen wir auf 4 ziehen und dann 3 ziehen. Ja, und das ist jetzt auch wieder was. Da muss man so ein bisschen erstmal üben, auch wieder, wie ich den Mund jetzt auf einmal formen muss. Also als erstes soll ich einen Akkord spielen. Und dann soll ich hier aus der Ecke quasi Loch 4 spielen. Und dann auf Loch 3 rüber. Aber es sind alles eigentlich gar keine großen Sprünge und deswegen auch wirklich gut machbar für jedermann. Also nochmal von Anfang an das Riff mit dem neuen Fill, was eher Richtung Chugging geht. Also ihr seht, wenn wir diesen Sprung einmal gemacht haben, kommen wir dann wieder zurück und spielen das Riff noch einmal ohne Sprung. Nochmal. Und dann fängt man entweder wieder von vorne an mit dem Riff oder man fängt an zu singen. Ja, das ist wirklich dann ein super Punkt auch. Oh, Susie Q, baby, I love you, babe, Susie Q. Like the way. Genau so, und ja, so kommt man schon richtig, richtig zu einem richtig coolen Song. Okay. Ja, dann gibt es da auch noch wirklich so einen kleinen Solo-Teil, den möchte ich nur mal kurz anreißen. Und zwar ist das ein Lauf über die Blues-Skala von Loch 6 Pusten. Und zwar das Interessante dabei ist, dass eigentlich immer drei Töne gruppiert sind. Man spielt aber einen Vierviertel-Rhythmus halt. Also man zählt wirklich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, irgendwie. Ich mal's hier unten mal auf. Also so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So geht's, genau. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist also immer bis 3 zählen, aber in einem Viertelrhythmus. Also ich schreibe es hier unten nochmal auf, dann ist es vielleicht klarer. 1, 2, 3, 4. Nein, das ist echt schwer. Das hätte ich mir nochmal aufschreiben sollen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nein, 4, 1, 2. Genau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So geht's, genau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So geht es. Okay. Ja, ein bisschen verwirrend vielleicht, aber so ist das manchmal. Und ja, dieser Sololauf ist natürlich echt cool und dann kann man den natürlich in sein Repertoire mit aufnehmen und auch an anderen Stellen rausholen. Ja.
natürlich schreibe ich den hier unten auch auf. Können wir auch mal gemeinsam ganz langsam üben. Könnt ihr euch auch gerne nochmal das Intro anhören. Da habe ich den Lauf ja auch gespielt. Und das ist auch, ja, da wird es ein bisschen tricky. Je schneller man ist, muss man dann auch aufs Timing achten. Ich glaube, im Intro bin ich auch nicht hundertprozentig im Timing. Aber hey, wie ich immer gesagt habe, nobody is perfect. Und deswegen lasse ich auch alle Fehler und alle Schwankungen hier immer drin. Um euch letztendlich zu ermuntern, auch Fehler zu machen. Ja, denn nur dann wird man besser und nur dann lernt man. Dann gibt es noch eine Sache, die hat mich am Anfang auch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, gefesselt. Und zwar gibt es da noch diesen Rhythmus, den er dort dann spielt. Von Alex Paclen habe ich das. Ja, also. Cool in den Song. Was ich da eigentlich mache, ich spiele einen Akkord, das sind alles C-Töne. Und dabei sage ich dann wirklich beim Einatmen takete, 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 takete. Das könnt ihr, ich habe es euch schon ganz, ganz oft gesagt, also beim Mundharmonika-Spielen sollte euch nichts peinlich sein. Das hier ist wirklich, aus meiner Sicht zumindest, ja, die beste Art, so einen Chugging-Rhythmus zu üben. Man muss sich so kleine Silben eben zurechtlegen. An dieser Stelle glaube ich takete. Jetzt bin ich nicht hundertprozentig im Rhythmus, aber das könnt ihr ja auf jeden Fall auch mal ein bisschen mitüben. So, und dann habt ihr auch schon den ganzen Song fertig und könnt euch selbst noch neue Fills ausdenken. Wie gesagt, schreibt euch ruhig mal die Strophen raus von Creedence Clearwater, Suzy Q, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß, auch im Bereich Rockmusik, ja, Creedence Clearwater. Und wer Bock hat, schaut ruhig mal auf Spotify vorbei und hört euch Street Beat Blues an. Es gibt sogar einen Hidden Track. Ja, hier gibt es noch einen drunter, falls irgendjemand schon mal reingehört hat und den noch nicht gefunden hat. Schaut einfach mal rein. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß an der Blues Harp, Leute. Und wir sehen uns schon bald wieder. Ciao, tschüss und bis bald.